Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, werde ich euch jetzt einen Haul zeigen von allen Sachen, die ich gekauft habe, seitdem ich kein YouTube-Video mehr gedreht habe. Das waren ja jetzt ein paar Wochen. Ich habe jetzt einfach auch mal so Waschmittel und sowas mit reingenommen, weil das ja jetzt so im Kommen ist, dass man auch so ein bisschen seine Haushaltssachen zeigt. Und ich habe eben seit letztem Freitag eine Waschmaschine und da habe ich mir eben Waschmittel gekauft. Einmal hier von Spee das 2-in-1 Gel, Waschmittel plus Weichspüler. Das wollte ich einfach mal ausprobieren, weil ich das ganz interessant fand mit diesem Weichspüler und ich mag ja einfach so dieses, wenn irgendwo Frische draufsteht, dann muss ich mir das kaufen. Fand ich auch wirklich gut. Die Wäsche hat auch wirklich frisch gerochen, aber ich habe mir dann noch das hier gekauft, weil das wollte ich mir eigentlich mitnehmen, habe es aber irgendwie dann nicht gefunden. Auf jeden Fall von Dash das Color Waschmittel. Das Color riecht besser als das normale, sage ich euch schon mal vorab. Und meine Freundin hat eben gesagt, dass ihre Mutter das benutzt, dass die Wäsche immer total frisch riecht. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also, dass die Wäsche riecht mit Dash auf jeden Fall viel, viel frischer als mit Spee. Und deswegen werde ich auf jeden Fall das Spee aufbrauchen und werde dann auf jeden Fall, denke ich mal, bei Dash bleiben. Dann habe ich mir einen Weichspüler gekauft. Ich war auch erst bei Lenore gestanden, aber ich war so überfordert mit den Düften und viele davon waren so extrem, dass ich mir nicht vorstellen konnte, das in meine Wäsche zu geben. Deswegen bin ich schlussendlich bei Denk mit, bei der Eigenmarke von DM gelandet und habe hier dieses Lovely Flowers, diesen Weichspüler gesehen, habe dran gerochen und war sofort verliebt. Also der riecht wirklich unglaublich frisch, so ein bisschen blumig und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem. Also natürlich werde ich auch mal einen von Lenore ausprobieren. Ich habe auch gehört, dass dieses Aprilfrische nicht so extrem riechen soll. Da werde ich mich auf jeden Fall mal umgucken. Aber das war auch echt günstig und wie gesagt, ich bin echt zufrieden. Die Wäsche riecht frischer als ohne, sagt man das so. Genau, also wie gesagt, bis jetzt habe ich nichts daran auszusetzen. Dann würde ich auch sagen, zeige ich euch noch hier diese Kerzen und zwar vom Lidl. Ja, ich habe ja immer mal wieder so Lidl-Kerzen gekauft, manche waren in Ordnung, manche eher nicht. Und die haben jetzt so eine neue Reihe da rausgebracht. Leider steht hier kein Name mehr drauf, aber ihr seht es ja an der Verpackung. Einmal so ein blaues mit so einem See oder sowas drauf. Das riecht eben sehr, sehr schön frisch und so ein bisschen kokoslastig. Dann einmal hier dieses rote mit diesem Muster drauf. Das riecht schon, oh, das riecht unglaublich gut. So ein bisschen orientalisch, also da müsst ihr unbedingt mal dran riechen, riecht echt super. Und ich habe mir neues gekauft, und zwar dieses Cupcake-Ding, also da ist so ein Cupcake drauf mit so Früchten. Und das riecht unglaublich nach Früchtetee. Und ich muss sagen, sie beduften den Raum wirklich. Also ich war sehr überrascht, dass der Raum wirklich so nach dem gerochen hat. Und für den Preis kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen, falls ihr die schon gesehen habt bei Lidl und euch gefragt habt, ah nee, die sind zu günstig, die bringen wahrscheinlich gar nichts. Kauft sie euch, sie bringen auf jeden Fall was. Und sie riechen echt gut. Also die haben wirklich sehr, sehr schöne Düfte da jetzt im Angebot. Und dann habe ich auch immer von Febreze die Anti-Tabak-Kerze da. Viele von euch wissen ja, dass ich rauche. Ich weiß, ich bin da nicht stolz drauf. Und viele hassen mich auch dafür, dass ich das manchmal in einem Video erwähne. Aber warum soll ich euch das vorenthalten? Vielleicht gibt es ja auch Raucher von euch, die in der Wohnung rauchen müssen, weil sie keinen Balkon haben. So wie es bei mir jetzt ist. Also ich rauche in der Küche. Und da ist eben die Febreze Anti-Tabak-Kerze super, weil die wirklich hilft, den Rauch wirklich aus dem Raum zu nehmen und natürlich hilft da auch Lüften. Ich weiß nicht, dass da jetzt irgendwas unten in den Kommentaren steht, aber so eine Kerze hilft da wirklich auch sehr gut und die von Febreze finde ich einfach am besten. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit so, hier habe ich noch eine Sache, genau, stopp. Ich bin gerade schon wieder wirr. Denk mit Reisetube. Viele denken jetzt, was ist das denn? Ich hatte, wie gesagt, bis vor Freitag keine Waschmaschine und habe mir hier so ein Waschmittel für unterwegs gekauft. Und zwar ist es in so einer Tube, auch von der Eigenmarke von DM. Und das ist eben einfach so eine Creme, die ihr dann benutzen könnt für das Waschbecken oder für die Badewanne, wo ihr auch immer dann eure Wäsche waschen wollt. Und ich habe es jetzt nicht gebraucht, weil ich noch genug Klamotten hatte. Aber ich finde es auch gut, sowas einfach zu Hause zu haben oder für unterwegs eben. Da könnt ihr wirklich super schnell einfach mal eure Wäsche waschen. Und das Ding hat 60 Cent oder so gekostet. Von daher kann man da eigentlich nichts mehr dazu sagen. Dann habe ich mir ein paar Körpersachen gekauft. Natürlich, wenn man im DM ist, muss man natürlich ein Duschgel mitnehmen. Ist klar. Und zwar habe ich mich für das Kirsche entschieden. Ich finde, das riecht echt gut. Also
riecht halt nach Kirsche. Und für 60 Cent kann ich da nicht immer widerstehen, deswegen musste das mit. Und wie viele von euch wissen, liebe ich ja Fahrduschgele und ich hatte aber bis jetzt immer nur zwei Varianten und habe da irgendwie nie was anderes ausprobiert. Und jetzt war Müller die ganzen Fahrduschgele für 88 Cent im Angebot. Und da dachte ich mir, komm, ich probiere mal dieses Cream and Oil, Kakaobutter und Kokosöl aus. Das, was die Yamina immer so, von dem sie immer so schwärmt. Und ich muss auch sagen, es riecht unglaublich gut. In der Tube riecht es gar nicht so. Aber wenn man das auf die Haut gibt, das ist super cremig und riecht wirklich unglaublich gut. Und der Duft hält wie bei allen Fahrduschgelen wirklich lange und riecht wirklich ganz toll. Und dann habe ich mir noch das Far Fantasy Moments Dark Diamonds Jadeblüte mitgenommen. Ja, das riecht auch sehr frisch. Ich mag also frische Düfte wirklich gern. Und einmal so ein Sensual Oil. Ja, riecht auch sehr gut. Riecht auch schön frisch und ist eben so ein bisschen öliger, so ein bisschen reichhaltiger. Aber sowas mag ich ja auch ab und zu gerne. Deswegen, also ich bin ein absoluter Fan von Far. Und wenn die immer im Angebot sind für 88 Cent, schlage ich da auch immer zu und horte mir da so ein bisschen was. Dann habe ich von Playboy dieses VIP, diese Bodylotion gekauft. Ihr wisst ja, oder manche von euch wissen ja, dass ich das Playboy Duschgel VIP am liebsten mochte. Gibt es ja aber leider nicht mehr. Deswegen wollte ich unbedingt die Bodylotion haben. Und da sind 400 Milliliter drin und die kosten so um die 5 Euro. Aber auch da war im Müller die Bodylotion für 2,95 Euro im Angebot. Und ich finde, es riecht wirklich sehr, sehr gut und ja, Bodylotions halten allgemein ja länger auf der Haut. Deswegen bin ich sehr zufrieden, dass ich mir das gekauft habe. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und dann auch noch was ganz Tolles im Müller. Gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob es noch limitiert ist oder ob die jetzt im Standardsortiment sind. Aber von Victoria's Secret gab es da jetzt Bodysprays und Bodylotions. Ich muss sagen, ich war sehr gespannt darauf, und weil die ja immer so angepriesen werden. Und man konnte sie jetzt nur in London oder Amerika kaufen. Und ja, so im Internet bestellen finde ich bei Bodysprays immer wirklich blöd, weil woher soll man wissen, wie sie riechen? Ich bin froh, dass ich es damals nicht getan habe, weil die einzigen Düfte, die mir gefallen haben, waren Secret Charm und Endless Love und die anderen einfach gar nicht. Also die waren gar nichts für mich. Die waren zu fruchtig, zu süß, zu penetrant, zu weiß ich auch nicht. Also wirklich nicht schön. Und von den Bodylotions waren mir auch alle einfach irgendwie haben die alle was mir nicht gefällt, und deswegen sind es nur die zwei geworden. Eins von so einem Bodyspray kostet übrigens 10 Euro. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber man kann eben auch sehr viel mit denen machen. Man kann sie ja nicht nur auf den Körper sprühen, auch in die Bettwäsche oder in die Haare. Und ja, wie gesagt, man verbraucht die ja auch sehr langsam, weil die eben auch sehr extrem riechen. Also man braucht wirklich nicht viel. Also mal so den Körper einsprühen, könnt ihr vergessen, da kippt ihr um, wirklich. Aber die zwei Düfte sind wirklich schön und ich auch sehr schön frisch. Der eine ist so ein bisschen süßlicher, der andere so ein bisschen herber. Genau, und da könnt ihr euch auf jeden Fall mal im Müller durchschnuppern. Und so als Info nebenbei, ich dachte auch, die würde es nur in größeren Müllermärkten geben, aber ich habe in meiner Stadt auch einen kleineren Müller und da gab es die auch. Also falls ihr jetzt denkt, oh nee, ich brauche gar nicht immer Müller nachgucken, guckt mal nach, weil ich glaube, die gibt es in allen Müllermärkten. Also schaut da mal und nicht bei den Body-Öls oder Duschgelen oder sowas gucken. Die haben die jetzt bei uns separat hier bei diesen Aktions sind ja immer die Regale und dann ist ja da der Kopf vom Regal und da waren die bei uns gestanden, weil ich habe die auch erst voll angesucht bei den Duschgelen oder Bodylotions oder da haben die auch so Bodyöls und so. Da standen sie bei mir auf jeden Fall nicht, nur dass ihr Bescheid wisst. Dann bin ich ja ein absoluter Fan von Babyöl. Viele von euch wissen das bestimmt schon von mir, dass ich Babyöl immer benutze in meiner Badewanne oder auch mich ab und zu da mal mit einzucremen. Ich hatte jetzt auch erst das von Aldi, das war eben sehr günstig, aber habe mir jetzt das von Hip gekauft. Ja, es riecht einfach besser und ist auch so ein bisschen reichhaltiger. Genau, und man braucht von Babyöl eben sehr wenig. Und was ich jetzt seit ungefähr 2 Monaten mache, ist, ich creme mich auch mit Babyöl im Gesicht ein. Also ich benutze gar keine Gesichtscreme mehr, sondern nur noch Babyöl. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Ich bekomme davon überhaupt gar keine Pickel. Und ja, meine Haut ist so geschmeidig und feuchtigkeitsversorgt wie schon seit
keine Ahnung, noch nie eigentlich. Mein Make-up sieht langsam wirklich gut aus. Ich merke, ich muss noch so ein bisschen mehr für meine Haut tun, aber das Babyöl hat schon einiges bei mir gerettet. Und ja, falls du trockene Haut hast oder sehr trockene Haut, probier wirklich einfach mal Babyöl aus. Ich hatte auch Kokosöl ausprobiert, das hat bei mir aber Pickel gemacht, das Babyöl überhaupt nicht. Also deswegen, falls du das mit dem Kokosöl auch schon ausprobiert hast und das nichts für dich war, probier einfach mal Babyöl aus. Auch wenn du irgendwie trockene Stellen an der Haut hast, ja, Babyöl ist da einfach wirklich der Hammer. Also ich liebe das Zeug und wie gesagt, es verbraucht sich auch wirklich, wirklich langsam und so eine Tube kostet auch 2-3 Euro, mehr nicht. Also das nur so als Tipp für den Winter, für die trockene Haut jetzt. Genau, dann habe ich noch ein paar Sachen, so Haare technisch und parfümmäßig und dann kommen wir schon zur dekorativen Kosmetik. Yippie! Einmal von Balea die Repair-Pflegespülung habe ich mir jetzt nachgekauft. Also ich habe sie aufgebraucht und jetzt nochmal nachgekauft und ich werde sie mir auch nochmal kaufen und nochmal kaufen. Ich liebe dieses Zeug. Ja, ich werde auch auf jeden Fall mehr im Aufgebraucht-Video sagen, aber super. Also, aber nur die Spülung. Die andere von der Öl-Repair-Reihe finde ich nicht so gut. Also die hier ist wirklich the best Spülung vom DM Balea, ja. So, dann habe ich mir ein paar Directions, Headshot, Haarfarben gekauft, weil wie ihr ja sehen könnt, bin ich wieder zurück zu Rot. Und ich wollte eigentlich so ein Lila-Rot haben. Also ich kann euch ja mal die Farbe so hinhalten. Sowas in der Art wollte ich eigentlich. Ist es aber nicht geworden. Naja, finde ich auch nicht so schlimm. Kann man ja alles immer noch so ein bisschen ändern. Und da habe ich mir einmal Rose Red von Directions gekauft. Und von Headshot die Farbe Bizarre Burgundy, genau. Und ja, Headshot ist eben sehr, sehr viel günstiger als die Directions, weil hier sind auch 150 ml drin, in den Directions ja nur 89. Und ja, kann ich euch beide auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, hat nicht so ganz funktioniert mit dem Tönen, mit diesem Lila-Stich oder so, aber das finde ich eben auch einfach nicht so schlimm. Die habe ich mir, wie gesagt, einfach mal gekauft. Und dann habe ich mir ein Parfum gekauft. Ich kaufe mir eigentlich nur noch Kick-Parfums, aber da gibt es zurzeit leider nichts mehr unbedingt Neues. Deswegen wollte ich einfach mal in der Drogerie gucken. Und da war von Taylor Swift das Taylor im Angebot für 7,50 Euro die 30 ml Variante. Und ich fand den Duft wirklich sehr angenehm. Also mal wieder was ganz anderes, weil er riecht sehr fruchtig. Aber schon die Verpackung fand ich so süß, dass ich es mir jetzt einfach mal mitnehmen musste und jetzt einfach mal ausprobiere, wie lange es so auf der Haut hält. Aber wie gesagt, auch nur der Flakon ist schon sehr, sehr schön und genau, das habe ich mir auf jeden Fall auch mal gekauft. So, jetzt kommen wir so zur dekorativen Spanne langsam. Einmal habe ich hier noch eine Gesichtspflegereihe mir gekauft und zwar von L'Oreal, die Skin Perfection Reihe. Da gab es dieses Serum und die Tagespflege in so einem Zweierpack im Angebot. Genau, und da wollte ich die beiden einfach mal testen. Wie gesagt, ich habe jetzt seit ungefähr 2 Monaten aber das Babyöl im Test. Deswegen habe ich die Produkte eigentlich, wie man vielleicht hier erkennen kann, noch kaum irgendwie verwendet. Sie riechen auf jeden Fall schon sehr angenehm, aber ich werde sie jetzt auf jeden Fall einfach mal testen, um sie einfach auch mal aufzubrauchen. Aber ich finde schon die Verpackung sehr, sehr hübsch und deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, die beiden Sachen zu testen. Aber ich denke halt einfach für meine so unglaublich trockene Haut wird das wieder nichts bringen. Aber mal schauen, wie gesagt. Und jetzt kommen wir wirklich zu der dekorativen Kosmetik. Da habe ich mir zwei Foundations gekauft. Einmal von P2 die Ultra Matt 24 Stunden Foundation. Ich bin ja eigentlich ein P2-Liebhaber, was Foundations angeht. Aber wie gesagt, die Farbe ist halt leider, es ist halt leider immer zu dunkel. Aber die hellste Farbe hier von dieser Foundation ist mir nur ein Ticken zu dunkel, deswegen benutze ich sie trotzdem und verblende es halt eben sehr schön runter an den Hals und so. Genau, aber die Foundation ist wirklich sehr schön. Sie hat so eine mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Also ist immer noch sehr natürlich, sieht nicht zu maskenhaft aus und für den Alltag ist sie halt da wirklich perfekt und deswegen benutze ich sie auch immer auf der Arbeit. Ganz anders ist die Catrice Velvet Finish Foundation, die ich die ganze Zeit schon haben wollte, aber ich bin einfach nicht nach Würzburg gekommen, um sie mir dort zu kaufen, weil da gibt sie eben nur bei uns im Müller. Bei mir im Müller in meiner Stadt gibt sie leider nicht, weil wir in unserem Müller keine 3-Meter-Theke haben, was ich sehr schade finde.
Aber was soll ich machen? Auf jeden Fall ist sie wirklich wunderschön. Ich liebe diese Foundation. Leider ist mir die hellste Farbe so unglaublich zu dunkel, dass ich sie einfach nicht verwenden kann. Und ich finde es einfach so schade, weil sie das wunderschönste Finish hat, was ich jemals gesehen habe. Also sie ist erstens sehr, sehr hochdeckend, was ich eben mag, wenn ich einfach mal meine Pickelmale abdecken möchte. Und sie hat eben nicht so ein richtig maskenhaftes Ergebnis, weil sie halt einfach so einen Satin-Finish hat. Also sie ist sehr, sehr glowy, aber nicht so, dass man so speckig oder so aussieht. Also ich finde sie einfach nur wunderschön und ja, Catrice, bitte bring doch einfach da nochmal eine hellere Farbe raus. Ich würde mich so drüber freuen. Dann wäre das wirklich eine Foundation, die ich nur verwenden würde, weil sie hält auch wirklich gut und ja, mit dem Babyöl ist das auch keine Sache, dass sich da irgendwas absetzt oder so. Ja, also wenn ich die drauf hatte, wurde ich immer auf der Arbeit angesprochen, was ich denn für eine Foundation trage, weil die so einfach so Porzellanhaut macht. Also so, wisst ihr, wie ich meine? So glatte, ebenmäßige, wunderschöne Haut einfach. Genau. Ja, dann habe ich ein bisschen mit Puder experimentiert, weil seitdem ich das Babyöl eben benutze, muss ich einfach meine Foundation natürlich abpudern. Und da habe ich, wie gesagt, einfach mal von Essence das All About Matte Fixing Puder in der gepressten Variation gekauft. Ja, finde ich auch nicht schlecht, aber ist jetzt nicht so mein Favorit. Ich mag nämlich ganz gerne zurzeit das hier von Manhattan, und zwar das 2-in-1 Perfector Powder and Make-up. Genau, in der Farbe 16 Beige. Genau. Und ich finde es wirklich super. Also es macht wirklich nochmal so ein bisschen eine Deckkraft, aber nicht zu stark, dass man jetzt irgendwie vollkommen zugeklatscht aussieht. Es mattiert, wie gesagt, sehr, sehr gut und das Make-up hält halt einfach echt lang mit dem Produkt. Und es ist, wie gesagt, einfach auch nicht zu pudrig, dass man es im Gesicht wirklich total sieht, als hätte ich mir jetzt, weiß Gott, wie viel Tonnen Puder ins Gesicht geklatscht. Genau, deswegen finde ich das wirklich auch sehr, sehr schön. So, dann habe ich mir ein paar Augensachen gekauft. Oh, hier habe ich noch einen Concealer. Ich habe mir mal wieder die Alverde Camouflage nachgekauft. Ist auch wirklich ein schönes Produkt für unter die Augen. Also besser als die Catrice Camouflage für unter die Augen. Aber sie ist einfach echt zu glitschig. Also die, da kann ich abpudern, was ich will. Sie verrutscht einfach in meine Fältchen. Deswegen, ja, werde ich sie mir aufbrauchen und dann wirklich nicht mehr nachkaufen. Jetzt weiß ich auch, warum ich sie mir damals nicht wieder nachgekauft habe, als ich dann die Catrice Camouflage gefunden habe, genau. Dann habe ich mir, wie gesagt, noch ein paar Augensachen gekauft. Einmal so einen schwarzen Kajal von P2, weil ich das mit den roten Haaren jetzt gerne trage, einfach wieder so ein bisschen dunkler, also mehr meine Augen einfach zu betonen. Dann habe ich mir von Maybelline, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, dass ich mir den gekauft habe, diesen Lasting Drama Black Shock Gel Eyeliner, also diesen Gel Eyeliner, den man hier mit dieser Spitze und die man dann einfach so aufträgt, den habe ich heute übrigens auch drauf. Ich finde ihn wirklich super, also er ist wirklich sehr, sehr schwarz und man kann es wirklich auch mit dem Pinsel, wenn man da mal so ein bisschen Übung hat, auch wirklich super auftragen. Was mir nur bei dem einfach auffällt, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich nicht so viel Puder auf dem Auge hatte, aber er hat wirklich so abgestampt. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr dann hier oben so einen schwarzen Strich habt. Also da muss ich nochmal ein bisschen beobachten, ob das jetzt eher daran lag, dass ich keine gute Eyeshadow Base oder sowas auf dem Auge hatte oder ob es wirklich leider an dem Produkt liegt. Und dann habe ich mir von Maybelline die Colossal Volume Express Mascara mitgenommen, weil ich einfach mal dachte, jetzt komm, jetzt probierst du einfach mal eine teurere Mascara aus. Und ich muss sagen, ich bin so enttäuscht. Volumen macht die überhaupt nicht. Also die macht eher so einen total natürlichen Effekt. Und nee, ich kann leider nichts mit dieser hier anfangen. Also ich werde sie aufbrauchen, aber dann werde ich mir die hier nicht mehr nachkaufen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, welche eure Lieblingsmascara ist und was die so mit euren Wimpern und so macht. Also weil ich will einfach so ein bisschen auch mal von Maybelline oder von Astor oder von, von Astor bin ich echt unzufrieden, was Mascaras angeht. Aber wie heißt denn diese andere Marke, die so gute Mascaras macht? Das ist nicht Astor. Manhattan ist es auch nicht. Ach, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall möchte ich da auch ein paar testen. Also schreibt mir da gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Dann kann ich mir da auch mal ein paar zulegen und mir die angucken. Und dann noch zum Schluss ein Augenprodukt. Also zum Schluss
in der Augenpartie, habe ich mir die W7 in the Nude Natural Nudes Eye Color Palette gekauft. Und zwar ist das ja das Dupe zur Naked 3. Ich habe mir da das Dupe zur Naked 1 auch gekauft und habe ja die Naked 2 als Original. Und ich liebe sie, seitdem ich sie besitze. Die Qualität ist schon echt in Ordnung von den W7 Paletten, aber ich denke schon, dass die Originalen natürlich von der Qualität auch ein bisschen besser sind. Deswegen, und gerade weil ich hier die Farben unglaublich gerne mag, bin ich mir echt am Überlegen, ob ich mir diese hier nicht einfach nochmal original kaufe, also die Naked 3. Aber ich denke, ich werde es sein lassen, weil ich bin doch echt zufrieden mit der Palette und sie ist wirklich gut. Also für den Preis, 7 Euro oder so, wie viel sie mich gekostet hat, ist sie echt super und da sind echt wunderschöne Farben drin. Also ich dachte nie, als man, das haben ja auch viele gesagt, als man so erfahren hat, dass die Naked 3 so ein bisschen rosastichiger ist, dass es einem gefällt. Aber da sind so schöne Töne drin, so mauvige Töne, goldene Töne und so. Also ganz, ganz toll die Palette. Und wie gesagt, mag ich wirklich gern und benutze ich wirklich fast täglich seitdem. Genau, dann habe ich mir noch ein paar Lippenprodukte gekauft. Einmal von, ich weiß nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe, Wet n Wild, genau, Cinnamon Spice heißt der. Das ist so ein dunkelroter Ton. Genau, einfach so ein bisschen jetzt für den Winter. Aber wie gesagt, wieder wo ich rot bin, werde ich so dunkle Töne wahrscheinlich nicht mehr so häufig tragen. Tut mir übrigens leid, wirklich wegen dem blöden Licht. Hier hinten scheint einfach komplett die Sonne rein und hier vorne ist einfach total dunkel. Aber ich denke, euch wird das nicht stören. Und ja, dann habe ich noch von Revolution mir so Selvetine Velvet Lecker gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Das sind auf jeden Fall so flüssige Lippenstifte, die dann so gesagt ja einfach matt werden und die sind wirklich sehr, sehr gut pigmentiert und das sollen auch von den Lippenstiften, die mir nicht mehr einfallen, die Dupes sein. Auf jeden Fall sind sie nicht schlecht, aber sie sind schon sehr, sehr austrocknend für die Lippen. Ich kann da auch mal ein extra Video machen. Die Farben passen zwar jetzt überhaupt nicht mehr zu meinen roten Haaren und die werden sich total beißen, aber ich kann sie euch ja trotzdem einfach mal auftragen und einfach mal zeigen, wie sie sich verhalten, weil nicht alle haben rote Haare wie ich, ne? Deswegen kann ich das ja einfach auch mal machen. Also sie sind nicht schlecht für den Preis. Ich glaube, die kosten 4 Euro. Aber ja, dazu einfach mal mehr in einem anderen Video. Genau, die habe ich mir auch noch gekauft. Und das war es eigentlich schon. Mehr habe ich mir jetzt in den paar Wochen nicht gekauft. Was heißt mehr habe ich mir nicht gekauft? Das reicht ja auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl hier die Lichtverhältnisse total schlecht sind. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!